Hi Freunde, Myrolox hier. Wir sind wieder hier mit einem neuen One Piece Video und im heutigen Video sprechen wir mal ein wenig über das Monster-Trio und die Stärke, die wir noch so in der Zukunft von One Piece erwarten können, Richtung letzter Arc, Richtung finale Krieg. Das Ganze bespreche ich nicht alleine, denn sowas lässt sich natürlich immer gut zu zweit machen. Ich habe den Kage mit dabei. Und vor allem mit dem guten Kage. Was geht ab, Leute? Ja, natürlich mit dem guten Kage. Wir nehmen uns das gesamte Monster-Trio vor, sprechen in erster Linie erstmal über Ruffy. Ist natürlich ein sehr interessantes Thema, weil wir aktuell schon gut was vorgesetzt bekommen haben. Dann natürlich Zorro und zum Abschluss auch nochmal kurz über Sanji. Und ja, wir haben mit Ruffy jetzt natürlich erstmal einen impulsanten Start, weil Gear 5 ist da. Die Frage ist Gear 5 erstmal in dem Sinne alles, was Ruffy hat? Es ist das Limit der Teufelsfrucht, aber ist es alles, was Ruffy zum Ende hin von One Piece noch haben wird? Oder steigert er sich nochmal? Gib da erstmal eine grobe Einschätzung von dir jetzt ab, bevor wir einsteigen. Nicht, dass wir komplett aneinander vorbeireden gleich. Also ich denke, ich muss ja sagen, beim Gear 5 ist es ja so, er kann ja wirklich alles machen, was er sich so vorstellt, inmitten seiner Gum-Gum-Kraft, ja, mit diesen Gummifähigkeiten. Deswegen denke ich, wird das Gear 5 schon das Nonplusultra von ihm sein und auch bleiben. Ich kann mir aber vorstellen, dass er da vielleicht noch immer neue Sachen, ich sag mal, hinzuaddiert, ja, immer neue Techniken oder neue Ideen, die er hat und somit so sein Arsenal im Gear 5-mäßigen Bereich so erweitert. Natürlich muss man halt mal gucken, wie weit geht das und ob man da nochmal eine genaue Erklärung bekommt, was damit wirklich gemeint war. Er kann seine Vorstellung oder seine Fantasie da wirklich mit einspielen lassen. Wie weit geht das eigentlich? Also die Grenze, die müsste man so ein bisschen aufgezeigt bekommen, finde ich. Aber ich denke, weil das Gear 5 einfach alles hergibt, was er sich vorstellt, ja, was er machen kann, es ist quasi grenzenlos. Also wurde es ja gesagt von den Gorosei. Ja, das denke ich, Gear 5 ist da, ja, aber das wird immer weitergehen, ja, immer krasser werden und heftigere Techniken, einfallsreiche Techniken, neue Sachen. Und ich denke, da oder hinsichtlich dessen haben wir so diese ganzen Variablen. Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist auch das wichtigste Stichwort, denn man kann ja alles mit der Frucht machen und demnach muss Ruffy ja jetzt erstmal seine Frucht auch wieder kennenlernen. Ich meine, überleg mal, Ruffy damals als Kind, wo der die Gum-Gum-Frucht hatte, der hat Jahre gebraucht, um alleine eine Gum-Gum-Pistel zu schmeißen, so. Der braucht erstmal seine Zeit, um sich daran zu gewöhnen, jetzt die Fähigkeiten für sich zu entdecken und wird, glaube ich, für sich auch eine gute Harmonie finden, denn diese ganzen Gear-Techniken, die man vorher hatte, Gear 2, Gear 3, Gear 4, bei denen hat sich Ruffy ja was gedacht. Gear 4 ist über den Timeskip entstanden, Gear 2 hatte sich auch schon vor Enies Lobby dann ausgedacht, um seine Freunde zu beschützen und jetzt haben wir das erste Mal eine Gear-Technik, in die er reingeworfen wurde, mit der er nicht gerechnet hat. Und ich glaube, deswegen kann man schon sagen, Gear 5 ist die Grenze, auch wenn Gear 5 grenzenlos ist. Ich hoffe, das versteht man in dem Zusammenhang irgendwie. Aber glaubst du, es gibt noch so Gear 5 Formen, die sich dann nach und nach entwickeln? Also jetzt nicht einzelne Fähigkeiten, die sich auf Elemente hier Blitz schmeißen, Pipapo beziehen, sondern glaubst du, es gibt auch noch Formabwandlungen wegen Zoanfrucht etc.? Also, was jetzt diese ganzen Abwandlungen oder Elemente und so, ich meine, er konnte ja keinen Blitz erschaffen, er hat ja mit Blitz quasi, er hat die Umgebung für sich genutzt, ja, in seinen Möglichkeiten, er hat ja den Blitz gegriffen quasi, er wird den Boden weiterhin greifen, er wird alle Elemente um sich herum, die halt gerade am Start sind, wird er halt greifen und damit wird er halt einfach seine Sachen machen. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, ich denke, gerade dieses Grenzlose bei Ruffy ist, glaube ich, etwas, was uns noch sehr, sehr überraschen wird. Gerade weil Oda ja einer ist, der ja immer wieder mit was Neuem um die Ecke kommt, der mit etwas, was niemals irgendwie jemand irgendwie gedacht hat. Aber ich muss auf der anderen Seite sagen, im Gear 5 war schon vieles drin, was man für das mögliche Gear 5 gehalten hat. Ja, das finde ich sehr gut, wie Oda das gelöst hat. Ja, es gab viele Theorien, viele Ideen, auch viele sehr gute Ideen. Den, ja, der Riesen-Ruffy zum Beispiel, oder dass er die Umgebung einfach verändern kann, ja, dass er den Gegner einfach verändern kann, in Gummi verwandeln kann. Das war zum Beispiel eine Theorie, die ich sehr, sehr lange hatte, was auch jetzt nicht nur Gear 5-technisch, sondern auch erwachenstechnisch mäßig möglich ist. Und Oda hat das einfach ganz gut gemacht. Der hat halt alles in einen Pott geworfen und das finde ich dann einfach super clean. Das ist geil. Ja, das ist halt die, ich sag mal, wichtigste Säule für Ruffy, ist ja irgendwo seine Teufelsfrucht. Vielleicht. Ich meine, wir können ja auch nochmal über diese, ich sag mal, über die andere Säule sprechen, die Ruffy zur Verfügung hat, weil er beherrscht alle Haki-Arten und man muss sagen, man hat jetzt im Wano Kuni einen riesigen Step nach vorne gemacht, also wirklich einen riesigen, riesigen Schritt im Bereich Haki, ja, das Observationshaki, klar, das nutzt er, ich sag mal, aktiver oder quasi auf dem Niveau, wie er es auch gegen Katakuri genutzt hat, vielleicht nochmal einen ganz, ganz kleinen Token weiter, aber im Punkto Rüstungshaki und Königshaki hat Ruffy so viele Steps nach vorne gemacht, dass es jetzt die Frage ist, wenn man auf einen Ruffy schaut, wie stark ist er am Ende?
kann man da nochmal einen Step weiter gehen? Geht es für das Rüstungshaki auch nochmal weiter und geht es für das Königshaki auch nochmal weiter? Und hier würde ich sagen, ja, Rüstungshaki ist, glaube ich, so ein bisschen jetzt das Limit erreicht oder so die Technik an sich, aber diese Kombination von Königshaki, dass man sagt, okay, das Königshaki ist auch dafür verantwortlich, gegen gewisse Leute nochmal den extra Punkt Schaden hinzuzufügen, beziehungsweise also nochmal einen Step weiterzugehen, in einer Kategorie zu spielen, wo man sich überhaupt verletzen kann, etc., ist das Königshaki ja auch noch am Anfang, weil das ist ja auch wieder so eine unbewusste Sache, die Ruffy jetzt nach und nach erst für sich entdeckt hat. Und ich glaube, da sind so Charaktere wie Shanks, vielleicht Roxy Zabek und so, wenn man auch noch ein bisschen in der Vergangenheit wühlt, auch Gold Roger und Whitebeard, vielleicht nochmal einen Step weiter gewesen, und diesen Step wird ja Ruffy auch noch irgendwie gehen, denke ich, oder? Das ist ja so, gerade bei dem Königshaki allein ist natürlich die Frage, man kann es da nicht per se trainieren, das Königshaki entwickelt sich ja mit dem Geist eines Charakters, und Ruffy hat sich halt dementsprechend nicht nur vom Haki halt verbessert, ne, dass er dann einfach dieses Advanced-Rüstungshaki hatte, dann dieses Prinzip halt zufälligerweise natürlich auch sehr, sehr gut von Oda, by the way, gelöst, der auch das Königshaki hat anwenden lassen, und dann hat man dann natürlich die Frage, wie macht man das stärker, ne, und dann ist natürlich die Sache, dass man hier vielleicht auf so einem Gleis steht, okay, auf der linken Seite ist es okay, der Geist eines Charakters muss sich weiterentwickeln. Von Ruffy, finde ich persönlich, hat sich seit Whole Cake Island enorm, also er hat sich richtig stark entwickelt, richtig zum Captain, also wirklich zum Anführer nochmal, das finde ich, hat man nochmal richtig gemerkt, und auf der anderen Seite natürlich auch die normale Stärke-Ebene, ja, wo man halt sagen muss, okay, mit dem Königshaki an für sich muss er jetzt auch aktiv kämpfen, das heißt, mit seinem stärkeren Willen, ja, verstärkt er das Haki, und da geht es dann natürlich auch nochmal in eine viel, viel stärkere Richtung, und ich muss ganz klar sagen, er hat hier mit Kaido heads on 1 gegen 1, was Königshaki oder was dieses Advanced Königshaki angeht, hat er schon, finde ich, gleich auf jetzt hier gekämpft oder kämpfen können, safe, hat Kaido sogar übertroffen, dementsprechend, gerade mit dem letzten Schlag, das ist halt einfach so, sein Schlag war hier einfach stärker, sein Königshaki war hier stärker, und das spiegelt natürlich auch den Willen von Ruffy wieder, ist ja auch irgendwo klar, dass man hier sagen muss, okay, Ruffy, der den stärksten Willen nun mal hat, ja, und es gibt kaum Leute, die da rankommen, ja, vielleicht ein Zoro oder sowas, aber das ist schon ein sehr, sehr starkes, so ein Merkmal von Ruffy, ja, und wenn Oda, und das hat er immer so gesagt, dass das Haki an deinen Willen halt geknüpft ist, ja, wenn dieses Prinzip halt konsequent durchgezogen wird, und das macht er, finde ich, auch sehr gut, ja, dann ist eigentlich am Ende des Tages eigentlich klar, dass Ruffy das stärkste Haki in der Theorie haben muss, weil das Haki wird stärker in einem hitzigen Kampf, das hat Ruffy immer, diese Kämpfe geht er ein, ja, er macht das, er sucht danach, und dann ist natürlich die logische Konsequenz, dass er den Gegner Haki-technisch immer übertrifft, ja, und das finde ich ganz gut gemacht, und deswegen ist Ruffy für mich jetzt schon einer der Top-Haki-Nutzer, mit einer der Top-Nutzer. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, der Kontrast ist ja eigentlich relativ klar. Am Anfang war ja zum Beispiel Katakuri war ja ihn auch noch überlegen, oder Doflamingo damals war ihn ja auch noch überlegen, und erst im Laufe der Zeit und im Laufe vielleicht auch der einen oder anderen kleinen Niederlage im Kampf selber, klar gegen Katakuri jetzt nicht direkt, aber entwickelt sich ja Ruffy weiter, und diese Thematik mit dem Gegner stärker zu werden, ich meine, von den noch lebenden Personen, wenn du jetzt mal Roger und Whitebeard wegnimmst, von den noch lebenden Personen, welcher Gegner würde sich besser eignen, das Haki zu trainieren, als gegen dieses Beast Kaido zu kämpfen, weißt du? So, es gibt keinen Gegner wahrscheinlich in One Piece, der dich noch weiter fördern würde im Punkto Haki. Klar, du wirst mit Big Mom und Shanks im einzelnen Kampf ein ähnliches Ergebnis erzielen, aber so vom Prinzip her zumindest. Vielleicht nochmal so abschließend. Also ich glaube, wir können ganz gut sagen, dass Ruffy nochmal einen Step machen wird, dass vielleicht auch, also wir wissen, Gear 5 wird so ein bisschen sich noch weiterentwickeln von der Vielfalt her, aber Haki wird noch so den Abschluss geben. Boah, es ist schwierig zu sagen. Würdest du, also sagen wir mal, wenn Ruffys finale Stärke am Ende von One Piece gesetzt ist bei 100%, was glaubst du so, wie viel Prozent hat er aktuell? Was würdest du sagen? Ganz schwierig. Also nur so grobe Schätzung, ist natürlich, man kann es nicht sagen. Ich denke schon, dass er so bei mindestens 80 ist, so. Das ist schon safe, unfassbar, was er schon hingekriegt hat. Ne? Was natürlich die andere Frage ist und was ich auch nochmal spannender fände, wäre, wenn in der Tat Folgendes passieren würde, wenn es doch eine weitere Königshaki-Stufe gibt, eine weitere Form, die bis dato vielleicht noch niemand erreicht hat oder sonstiges, dass man vielleicht da nochmal ein bisschen agieren kann, dass man sagen kann, jo, genau, ne, dass man da sagen kann, okay, er hat das krasseste Königshaki, was je existiert.
manifestiert hat, was noch nie einer hatte oder sowas. Aber ich denke, Ruffy ist schon sehr, sehr, sehr peak. Natürlich, Ruffy ist noch sehr jung, ja, mit seinen 19 Jahren, ja. Wenn er 25 ist, dann wird er natürlich auch mal viel mehr Erfahrung haben. Es ist ja nicht nur Haki und Teufelskraft, es ist natürlich auch die Erfahrung, ja, die man als Kämpfer hat und so weiter. Ja, Ruffy ist zwar nicht unerfahren, ganz klar Kiste, aber ich denke, mit 25 ist er nochmal um ein weiteres stärker, als er jetzt so ist, ja. Und er ist ja jetzt schon mit einer der Top-Fighter, ne, das ist schon klar. Ja, man entwickelt sich ja auch weiter, so. Also man sieht ja auch, dass Alter jetzt nicht direkt eine Hürde ist, so. Und Rayleigh und andere Charaktere sind auch im gehobenen Alter noch extrem mächtig. Und ich sag mal so, die hatten auch alle ihre Peak-Zeit bei Weitem noch nicht, weißt du, so zu der Zeit. Also man hat ja zum Beispiel auch gesehen, ich weiß nicht, im Flashback zum Beispiel, wo die Whitebeard-Piraten gegen die Roger-Piraten, wenn da zum Beispiel so ein junger Marco auf dem Rayleigh zustürmt, da kann Rayleigh noch mit einem Finger das verteidigen. Ob das jetzt noch so wäre, glaube ich nicht. Ich denke mal, da wird Marco auch über die Jahre halt einfach noch dazugelernt haben, ne? So, und da hat man ja einen ähnlichen Kontrast vielleicht zu Ruffy, der sich auch nochmal weiterentwickelt, auch wenn er natürlich weit vor Marco steht, ganz klar, aber ne, vom Prinzip her. Würde ich sagen, schwenken wir mal zu anderen Personen, die auch im Roof Piece auf jeden Fall einiges gezeigt hat, und zwar Zorro. Grundsätzlich finale Stärke Zorro. Ich finde, man hat einen guten Teaser bekommen, weil während man bei Ruffy jetzt ja schon so ein bisschen die Grenzen kennengelernt hat oder er auch selbst die Grenzen aufgezeigt hat, finde ich, hat man bei Zorro eine ganze Menge Teaser geschaffen. Also man hat ja so, okay, er hat Königshaki, aber er weiß noch gar nichts davon, er benutzt es nur so slightly am Rande. Ah, okay, hier ist der Tod, hier ist so Dämonenkontrolle, Schwertkontrolle etc. Auch generell Enma, neues Schwert, erstmalige Kontrolle. All das war ja noch nicht zu 100% immer gegeben und hat sich ja erst über den Arc angeteasert. Das heißt, wir können ja davon ausgehen, dass erst in späteren Kämpfen nach Wano Kuni da das Meistern dieser Fähigkeiten, sprich das bewusste Nutzen von Königshaki, das bewusste aktive Nutzen von Enma ohne die Nachteile, die damit verbunden sind, die werden ja alle erst kommen. Und ich denke mal, das ist so ein ganz großer Punkt. Natürlich die Zorro-Fan-Frage überhaupt, ob man vielleicht sogar nochmal in die Richtung geht, neues Schwert etc., Drachenschwert, eines der 12 Drachenschwerter in Zorros Besitz etc. oder eigengeschmiedetes Drachenschwert, was im Nachgang vielleicht nochmal aufkommt aus irgendwelchen Hintergründen. Da gibt es viele Ansätze. Also ich denke, bei Zorro ist ja so, wir haben ja sein Limit gesehen gegen Kaido und Big Mom. Da hat er ja auch gesagt, als er Ashura rausgeholt hat gegen Kaido, das ist meine letzte Kraftreserve, ne? Also das ist seine härteste Attacke. Und dann kam ja natürlich auch dieses Königshaki-Thema auf. Ist ja so, dass das Enma ja das Haki rauszieht, ne? Ist Challenge dann, ja, ne? Und zieht dann das Haki raus. Und dieses Power-Up hat Zorro, meine ich, dann im Kampf gegen King, ist schon ultra lange her gewesen, hat er dann quasi das Power-Up so mäßig im Griff gehabt, ja. Das heißt, er hat dieses Advanced Königshaki oder dieses Königshaki, diese Technik, auf seinen Schwertern drauf. Das bedeutet, Zorro kann damit schon kämpfen. Und das ist schon unglaublich krass, ja. Also Zorro hat eine Narbe bei Kaido hinterlassen, auch pre-Königshaki, oder dass er sich dessen bewusst ist, natürlich. Ja. Einiges, oder man muss natürlich auch sagen, das Schwert Enma hat eine sehr, sehr große Teilschuld, ne, sage ich mal so. Ohne dieses Schwert wäre das vielleicht noch nicht passiert, aber das sind halt die Gegebenheiten. Ne? Ruffy hat zum Beispiel eine Teufelsfrucht, ja, und Zorro hat halt das Schwert. Und da ist, finde ich, auch überhaupt kein Ungleichgewicht oder sowas, wie jetzt Sanji auch den Raid-Suit hatte oder hat, ja, oder seine Entwicklung hat. Jeder hat halt so seinen kleinen Boost, und ich persönlich finde, Haki-technisch hat Zorro sich natürlich auch nochmal enorm gesteigert. Was er vermutlich noch ein bisschen lernen müsste, ist vermutlich das Verordnungshaki, ja, dass er da ein bisschen noch stärker wird. Aber ich denke, das wird auch im Laufe der Zeit kommen, oder im Laufe des nächsten wichtigen Kampfes wird er da auch vermutlich noch einen Fokus drauf legen. Wir wissen ja, er hat sich auf das Rüstungshaki konzentriert oder spezialisiert, und der ist schon ultra strong. Also der könnte, denke ich mal, langsam aber sicher sich an so einen Mihawk rantrauen. Natürlich, ich glaube noch nicht, dass er ihn wirklich besiegen kann, aber da fehlt vielleicht noch der ein oder andere Feinschliff, und dann könnte er, denke ich mal, wirklich gegen Mihawk kämpfen. Und was jetzt hier diese Drachenschwerter angeht, da gibt es halt die Theorie, oder die habe ich auch schon oft gesagt, dass er halt quasi seine Schwerter zu Black Blades macht, ja, und die entwickeln sich ja dann zu Drachenschwertern, ne? So kann das ja auch gehen. Da bin ich mal gespannt, ja. Das Enma zum Drachenschwert, das wäre schon krass. Dann halt das, was er von Kuina hatte, ja, dann wäre das auch ein Drachenschwert, und ja, das wäre schon eine ganz coole Sache. Ja, zumal, ich meine, jetzt ist man halt fest gefokust, so, er hat das Schwert von Kozuki Oden, das gibt ja einen auch so ein bisschen so eine Würde mit, in Anführungsstrichen, und
Und das Schwert von Kuina gibt er auch nicht weg in dem Sinne, weißt du? Deswegen, also würde er niemals machen, freiwillig. Deswegen wäre es schon, dieser Step-Up mit diesen Black Swords wäre schon geil. Und ich glaube, das ist ja diese letzte Stufe, die Mihawk angeteasert hat oder die uns gezeigt wurde. Und diese allerletzte Stufe, die muss ja noch kommen, weil Zoro wird der beste Schwertkämpfer am Ende sein. Und die Technik eines Schwertkämpfers ist dieses Black Sword, womit man das Schwert halt quasi in einen, ja, in diesen Status versetzt. Und das heißt, dass wir wissen, dass irgendwie diese Stufe noch erreicht werden muss, aber ich gehe da voll mit, was du gesagt hast, dass man sagt, okay, er kann mit Mihawk mithalten für eine gewisse Zeit. Also ich glaube, dieser Kontrast ist ja ganz klar. So Pre-Timeskip konnte Mihawk ihn mit einem Zahnstocher innerhalb von wenigen Sekunden fertig machen, so alles klar. Dann hat man jetzt nach dem Timeskip so zu anfänglichen Zeiten, Fishman Island etc., sich gedacht, okay, er hält vielleicht mit Mihawk eine gewisse Zeit mit oder Mihawk muss auf jeden Fall auch sein Schwert benutzen etc. Und jetzt ist man, glaube ich, an einem Punkt, wo man sagt, okay, die kämpfen vielleicht auch ein paar Stunden, ne, an sich auf Augenhöhe und irgendwann kristallisiert sich halt der Bessere raus und das wäre im Moment noch Mihawk. Aber ich denke auch, so bei Zoro wissen wir ganz klar, okay, er wird die vollständige Bewusstheit für seine Schwerter bekommen, für die Nebenwirkungen, die damit verbunden sind, in dem Sinne Waren und das Königshaki. Observationshaki, ja, nochmal ein Step-Up, wäre cool. Ist halt die Frage, wie weit man auch Sanji dann bringt, können wir auch gleich die Brücke zuschlagen, weil Sanji hat ja die Spezialisierung auf das Observationshaki. Und wenn Sanji jetzt nicht mehr viel, viel weiter geht, dann kann ja Zoro nicht mehr so viel weitergehen, weil wenn Zoro in allen Punkten überlegen wäre, ist ja auch irgendwie ein bisschen doof dann fürs Monster-Trio an sich. Ja, an sich muss ich sagen, was jetzt Zoro angeht, es wird am Ende des Tages wichtig sein, wer hat das krassere Haki, ja? Ich denke so, ja, es ist so schwertechnisch mäßig wird Mihawk und Zoro dann vermutlich auf Augenhöhe liegen. Der eine hat da seine Stärke, der andere hat da seine drei Schwerter und jeder hat halt so sein Steckenpferd. Und ich persönlich muss sagen, es wird am Ende des Tages einfach um das Haki. Es wird einfach das Haki sein, wer hat das stärkste Rüstung, vielleicht sogar Königshaki. Bei Mihawk ist das ja sogar noch unbestätigt. Das wäre halt sogar noch dieser kleine Punkt für Zoro, wenn Mihawk kein Königshaki hätte, wo man sagen kann, glaubst du dran? Ich glaube nicht dran. Ah, sehr unwahrscheinlich, ja. Ich denke auch, dass er das hat. Ja. Auf der anderen Seite fände ich es vielleicht schade oder interessant, ich weiß nicht, ob Mihawk das vielleicht dann versucht hat, bei Zoro rauszukitzeln bei dem Timeskip, weil Zoro ja auch so schon unglaublich krassen Willen hatte und ich denke, das dürfte nochmal interessant werden, ja? Aber ich denke, am Ende des Tages geht es halt wirklich einfach nur um das Haki, wer hat das krassere Haki und wer ist vielleicht in dieser einen Situation vielleicht in der besseren Position, was eine Technik angeht, der finale Angriff oder sonstiges. Ich denke, das wird am Ende wirklich alles ausmachen dann. Ja, safe. Ich meine, es ist ja auch, was du auch eben gesagt hast, und ich finde, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, bevor wir zu Sanji stolzieren. Klar, Enma oder die Schwerter an sich geben natürlich eine gewisse Kraft mit und tun ihren Teil zum Kampfstil bei, so wie es aber auch bei Ruffy ja am Ende des Tages die Teufelsfruchtnummer macht. Finde ich aber auch nicht schlimm, weil man hat ja durch Wano Kuni klar aufgezeigt bekommen, dass nicht jeder Hans und Franz jetzt einfach das Enma-Schwert in die Hand nehmen könnte und seinen Spaß haben kann und wäre auf einmal ein krasser Dude. Und demnach finde ich, kann man das Zoro schon zusprechen an sich. Ich glaube aber, Zoro wird vom Step-Up seiner Stärke her noch mit den größten Sprung machen von dem Monster-Trio. Also ich glaube, Ruffy und Sanji sind näher am ihren Limit als Zoro im Moment. Oder? Ja, schwierig. Ich weiß nicht, also ich denke, dünnes Eis merke ich gerade. Ja, aber ja. Also ich denke, Zoro ist schon sehr, sehr weit, was das angeht. Das also schon, er ist, ich glaube nicht, dass er jetzt einen noch krasseren Sprung macht, als er jetzt schon getan hat. Das ist jetzt, glaube ich, wirklich nur noch Feinschliff. Der Sprung nicht, aber ich glaube, bei ihnen sind es nochmal, also ich sag mal so, wenn Ruffy so bei 85% ist und Sanji bei 80%, dann ist Zoro vielleicht so bei 75% oder so, als Beispiel, sage ich jetzt mal. Weißt du? Aber also nur ja, so ein Slightly-Unterschied, aber das ist ja auch es nicht ist halt, so wichtig. Am Ende wirklich halt nur irgendwie Haki-technisch muss er sich noch weiter verbessern. Feintuning eigentlich, ja. Man muss halt sagen, wir sind im Finale von One Piece. So. Ja. Es sind jetzt zwei Kaiser gefallen, wir sind in der Yonko-Saga. Die Yonkos stellen die oberste Instanz der Piraterie dar und davon sind jetzt zwei gefallen. Shanks steht sowieso noch mal ein bisschen außen vor und damit hat man als Blackbeard nur noch einen einzigen Kaiser als Antagonisten da. Und demnach sind wir im Finale von One Piece, so. Wir sind im Finale und jetzt heißt es Feintuning, so. Jetzt hat man halt von allen so ein bisschen das finale Setting ihrer Stärke gesehen und jetzt geht es halt so ein bisschen darum, wie man das verfeinern kann. Und das ist ja auch so das Thema des Videos. Kommen wir also zu Sanji. Zum Schluss nochmal relativ fix. Sanji in dem Arc
muss man sagen, wurde, finde ich, stark abgegrenzt von Zorro und Ruffy. So, alleine der Fakt, dass Zorro und Ruffy gemeinsam oben auf dem Dach waren und gegen Big Mom und Kaido gekämpft haben und dass Zorro jetzt mit einem Königshaki auch nochmal rumhantiert, finde ich, klassifiziert die beiden nochmal deutlich, deutlich, deutlich über Sanji. Ich weiß nicht, Sanji hat schon ein bisschen Strahleffekt gehabt im Wano Kuni, aber bei Weitem nicht so wie Zoro und Ruffy. Demnach seine finale Stärke auch bei Weitem nicht so hoch, denke ich mal, wie die beiden. Also seine finale Stärke wird nicht im gleichen Ballpark spielen wie Ruffy und Zoro gemeinsam. Trotzdem, ja, wo ist sein Potential? Sein Potential ist ja jetzt quasi, dass er auch ohne Raid Suit, also über den Raid Suit hinaus, eine enorme, ja, Widerstandskraft mit sich bringt, okay. Ich meine, es war schon ein Gänsehautmoment, wo Queens Schwert so an seinen Nacken zerschellt ist, sind wir ehrlich. Also ist ich... Ja, ich weiß, schießt ja, du mal erst los, schießt du mal erst los. Weil ich denke, da treffen zwei Frauen aufeinander. Ich finde Sanjis Entwicklung jetzt natürlich, heute geht es natürlich um die Stärke, aber auch dieses Character Development, was er halt durchgemacht hat, ja, was viele nicht so nice fanden, aber was ich ultra stark fand, mit der Hilfe und so. Aber jetzt dieser Raid-Suit, der sich dann in dem Körper so verfestigt, manifestiert hat, das finde ich ultra gigantisch. Also Sanji, finde ich, hat neben Ruffy den größten Step nach vorne gemacht, finde ich persönlich, weil auch allein die Vorahnungshaki-Geschichte und den Speed, ja, den Sanji an den Tag legen kann, ja, da kann ein Zoro zum Beispiel nicht mithalten. Ne? Ich glaube auch nicht, dass Ruffy da unbedingt mithalten kann, bei der Geschwindigkeit, die Sanji zum Beispiel hat. Und der hat da jetzt auch dieses Ultra-Tank-Power-Up, der heilt sich, der regeneriert sich einfach. Also ich finde, Sanji ist unfassbar strong geworden und ich denke nicht, dass Zoro ihn jetzt so... Natürlich ist klar, ne, er wird ihn nicht einfach so besiegen oder sowas, ja, das wird nicht passieren, aber, ne, aber ich persönlich finde, und Oda hat es eigentlich schon von Anfang an gestated, die Crew wird mit so die ausgeglichenste sein, die es geben wird, das hat Ruffy auch zu Shanks gesagt, ich denke, daran orientiert er sich, natürlich, Zoro wird immer der zweitstärkste bleiben, ja, das ist, denke ich, auch relativ logisch, ja, macht auch Sinn, aber ich glaube nicht, dass der Gap zwischen Zoro und Sanji, so wie er einst war, ja, also vor Wano Kuni, dass der so standhält. Ja? Also ich denke schon, dass Sanji viel weiter jetzt näher an Zoro rangerückt ist, als dass er jetzt weiter auseinander, als sie jetzt auseinandergegangen sind. Ich persönlich finde, das Power-Up von Sanji und selbst da, ne, wir dürfen nicht vergessen, der hat mit Queen, er hat Ping-Pong gespielt, ja, das dürfen wir nicht vergessen. Er hat Queen mit Leichtigkeit besiegt, ja, das ist ein Kommandant eines Kaisers und das darf man, finde ich, persönlich unterschätzen. Also ich persönlich finde, Sanjis volles Potenzial haben wir nicht mal im Ansatz gesehen, ja, wobei wir bei Zoro gegen King wirklich sein absolutes Maximum gesehen haben. Natürlich muss er ihm zugutehalten, er hat vorher gegen Kaido und Big Mom gekämpft, hat 20 Knochen gebrochen. Ja, er hat da natürlich halt diese Medikation bekommen, wo dann alles kurzzeitig geheilt war. Okay, da könnte man vielleicht sagen, okay, hier hätte man so einen Sensobien-Effekt, aber Sanji hat nach diesem Power-Up wirklich überhaupt kein Problem mit Queen gehabt. Da ich persönlich gehe sogar so weiter, dass ich sage, okay, Sanji hätte es vielleicht sogar auch gegen King schaffen können. Ja, das war ja eine sehr, sehr weit verbreitete Theorie damals. Ja. Man hat halt einfach sein volles Potenzial nicht gesehen. Natürlich, Leute, chillt. Zoro ist, finde ich, denke ich, dennoch stärker, klar. Aber als Zoro ja seinen Power-Up hatte, hat er ja eigentlich auch nur ein paar Techniken gebraucht und hat King auch besiegen können. Ja. Aber ich finde, Sanji ist unfassbar strong geworden. Also wirklich, wir haben sein volles All-Out haben wir noch gar nicht gesehen, finde ich. Also ich glaube, ich gehe mit, also vielleicht ist es auch nicht hundertprozentig verständlich gewesen, was ich sage. Ich gehe mit, dass der Sprung, den Sanji hier hingelegt hat, gigantisch ist. Also wirklich gigantisch ist. So komplett fernab aller Power-Ups, die er vorher bekommen hat. Und auch, dass er einen Riesen-Step nach vorne gemacht hat in puncto Ausgleich zu Zoro. Aber was ich meine ist, dass man... Wie beschreibe ich es am besten? Also man hat jetzt quasi gezeigt, dass Ruffy und Zoro alleine im Kampf gegen einen Kaiser kämpfen können und den Gegner auch richtigen Schaden zufügen können. Und ich glaube, das ist dieser letzte Step, den Sanji nicht mehr gehen kann. Also er wird nicht direkt untergehen oder so gar nicht, aber ich glaube... Ich sag mal so, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so die letzte Stufe der Pyramide...
da hat Sanji keinen Schlüssel mehr für die Tür. So, aber natürlich ist er gigantisch, was er für einen Step gemacht hat und was er für einen Power-Up gemacht hat. Und ich glaube auch, dass der jetzt, wenn er sich erstmal mit seiner Situation angefreundet hat, quasi die Techniken des Raid-Suits und deren Vorteile in seinen eigenen Körper integriert zu haben, dass es da nochmal einen ordentlichen Schritt nach vorne geht, das denke ich schon. Aber ich meine, das ist ja auch eigentlich die Frage, er wird ja wahrscheinlich dann das irgendwann auch noch lernen, dass er halt unsichtbar sein werden kann. Mm, und ja, allein schon mit seinem Forno-Zaki, dass er seine komplette Aura präsent, dass er einfach alles, ich sag mal, verschwinden lassen kann, dass du ihn selber nicht mit einem Forno-Zaki spüren kannst. Deswegen ist er vermutlich auch damals Katakuri gedodged, weil er das nicht sehen konnte, weil Sanji seine Aura so unterdrückt hat. Ja? Das ist schon unfassbar krass, dann die Geschwindigkeit. Ja, was du halt wahrscheinlich meinst, ist halt dieses Advanced-König-Zaki, ja? Dass er das halt vermutlich nicht haben wird. Ja. Klar, bei Sanji ist dann wie bei Zoro das Forno-Zaki, dass Sanji das Rüstungs-Zaki natürlich verfeinern muss, ja, und dann auch in diese Advanced-Stufe gehen muss. Das ist natürlich klar. Und wenn das dann erstmal gemacht ist und wir dann wirklich mal die Grenze von Sanji sehen mit dieser genmanipulierten Technik oder mit den Kräften, die er da hat, also da können wir uns, glaube ich, noch auf einiges gespannt machen. Also das ist schon ziemlich heftig. Also wir können auf jeden Fall bei allen dreien noch einiges erwarten, auch wenn man jetzt so gezeigt hat, wo es hingeht, denke ich, haben wir hier ein paar Indizien, die, denke ich, früher oder später kommen werden. Das ist, denke ich, unumstritten. So Leute, ich denke, das ist ein ganz guter, knackiger Podcast, mal so für zwischendurch definitiv nicht verkehrt. Schreibt natürlich gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was so die finale Stärke der einzelnen Monster-Trio-Mitglieder ist. Was könntet ihr euch vorstellen? Wo denkt ihr vielleicht, okay, das vielleicht doch nicht mehr? Schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare und schaut unbedingt in die Beschreibung beziehungsweise klickt auf Kages Kanal. Dort kam nämlich auch ein Podcast online und ja, damit haben wir es, oder? Möchtest du jetzt noch unbedingt was loswerden? Nee, alles supi. Gerne Daumen nach oben da lassen, Leute. Und natürlich die Meinung in die Kommentare. Ja, gerne einen Daumen nach oben da lassen, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wünsche euch noch einen super schönen Tag und haut rein.